Horoskop für den 7. Februar 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Es wird ein sehr arbeitsreicher Tag erwartet, an dem viel von der Reaktion des Widders und seiner Bereitschaft zum Handeln abhängt. Atemberaubender Erfolg erwartet diejenigen, die sich mit Kreativität beschäftigen. Mit Geld sollte man so vorsichtig wie möglich umgehen, betrügerische Handlungen sind möglich. Der Tag ist auch perfekt für lange Reisen oder Reisen. Widderhoroskop für Männer. Widdermänner sollten aufhören, zu anspruchsvoll zu sein. Sie sollten ihre Meinung nicht denen aufdrängen, die nicht danach fragen. In erster Linie geht es um ihre Liebsten, zeigen sie Geduld und lernen sie zuzuhören, sonst könnte ihr Glück erschüttert werden. Nutzen sie ihre Wut und ihre Führung in ihrer Arbeit, sie werden viel erreichen können, also versuchen sie, ihr Potenzial zu maximieren. Widderhoroskop für die Frau. Sie haben schon lange vorgehabt, sich um sich selbst und ihre körperliche Form zu kümmern. Diese Zeit im Widder ist dafür besser geeignet als je zuvor. Wenn Sie sich nicht weigern können, dann reduzieren Sie wenigstens den Konsum von Süßigkeiten und Desserts. Schaffen Sie sich Zeit, um ins Fitnessstudio oder ins Schwimmbad zu gehen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, hören Sie nicht nach 2 oder 3 Besuchen auf. Lassen Sie den Anreiz, den Sie dienen, als ein großes Kleid, das wenig geworden. Widder Liebeshoroskop. Der heutige Widdertag ist wie geschaffen für die Liebe. Wenn Sie in einer Beziehung sind, arrangieren Sie einen unvergesslichen Urlaub mit Ihrer Familie. Schaschliks in der Natur, ein Spaziergang im Park, alles, werden Sie sehr vereint sein und geben eine Menge positiver Emotionen. Wenn Sie noch Single sind, ist es Zeit, bereit für eine romantische Beziehung zu sein. Glauben Sie an das Beste, es wird auf jeden Fall passieren, um Sie. Horoskop für heute für Stier. Es ist Zeit für Männer, den Gang ins Fitnessstudio nicht länger auf morgen zu verschieben. Eine sitzende Lebensweise verursacht eine Menge Probleme, Stier braucht körperliche Aktivität. Setzen Sie Ihre Energie frei, bevor sie in Aggression umschlägt. Frauen sollten nicht an ihren Entscheidungen zweifeln und sich mit leeren Gedanken beschäftigen, dann haben sie Zeit, alles zu tun, was geplant war. Horoskop Stier männlich. Was auch immer Sie im Sinn haben, wird erfolgreich in die Tat umgesetzt werden. Bei all Ihren Unternehmungen schimmert ein hohes Maß an Exzellenz durch. Das wird von anderen Menschen bemerkt, die Ihre Entscheidungen gutheißen und Ihren Fleiß bewundern. Das ist genau das, was Sie jetzt brauchen, denn Ihre Anerkennung gibt Ihnen Energie und Sie sind bereit, jeden Gipfel zu erklimmen. Stierhoroskop für die Frau. Stierfrauen werden heute anfällig für Stress sein. Ihre gesteigerten Emotionen sehen in allem und jedem eine Bedrohung. In erster Linie kann die Beziehung zu einem geliebten Menschen leiden, und Kollegen können einen Groll gegen sie hegen. Sie müssen nur ruhig bleiben. Nehmen Sie sich einen Tag frei, ruhen Sie sich aus, verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Kindern, Sie können Sie aus diesem Zustand herausholen. Stier Liebeshoroskop. Ernsthafte Missverständnisse sind in Ihrem Privatleben zu erwarten, die zu Zerwürfnissen und Trennungen führen können. Wenn Ihnen diese Beziehung wichtig ist, lassen Sie sich auf keinen Fall auf einen Konflikt ein, geben Sie nach. Es ist notwendig, diesen schwierigen Moment zu überstehen. Probleme können später gelöst werden, die Hauptsache ist, dass man seinem Lieblingsmenschen nahe bleibt. Es ist wichtig, auf Ihre Intuition zu hören. Horoskop für heute für Zwillinge. Männer werden heute nicht in der Lage sein, faul zu sein. Dringende Angelegenheiten werden nicht verlassen, Zwillinge, eine einzige Minute der freien Zeit. Lassen Sie sich versichern, dass das Ergebnis über alles Lob erhaben sein wird. Frauen werden einen Tag des Zweifels und der Entscheidung erleben. Ein starkes Gefühl der Unsicherheit kann Ihnen eine Menge Probleme bereiten, versuchen Sie, es zu unterdrücken, bevor es zu spät ist. Zwillinge-Horoskop für Männer. Eine überbordende Energie kann Zwillinge-Männer nicht nur zu ungeahnten Höhen verhelfen, sondern auch alles zerstören, was sie geschaffen haben. Versuchen Sie nicht, die Grenzen zu überschreiten und geben Sie nicht Ihren inneren Ängsten nach, die Sie zu übereilten und oft falschen Entscheidungen verleiten. Verletzen Sie Ihre Lieben nicht, versuchen Sie, sich Zeit für Ihre Freunde zu nehmen. Zwillinge-Horoskop für die Frau. Heute werden Sie nicht nur von Kollegen, sondern auch von der Geschäftsleitung nicht ignoriert werden, die sich über Ihren Erfolg und Ihren Fleiß freuen wird. Aber unter den Kollegen wird es diejenigen geben, die Zwillinge beneiden können, und Stöcke in den Rädern, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Versuchen Sie nicht, zu einem offenen Konflikt zu gehen, werden Sie mehr verlieren, im Laufe der Zeit wird die Situation gelöst werden. Zwillinge Liebeshoroskop. In Ihrem persönlichen Leben, Zwillinge müssen etwas zu ändern.
Ihre Beziehung ist wie eine Sackgasse, müssen Sie die richtige Richtung in Ihrer weiteren Entwicklung zu wählen. Die Hauptsache ist, dass Ihre Wünsche und Ziele im Leben übereinstimmen, in diesem Fall sind Sie wirklich auf dem richtigen Weg. Lassen Sie keine Routine in Ihr Leben kommen, machen Sie sich gegenseitig Geschenke, arrangieren Sie Überraschungen füreinander. Horoskop für heute für Krebs. Der Krebs erwartet einen Tag, der perfekt für die Erfüllung der Pläne des Vortages ist. Wenn Sie lange vor der Wahl gestanden haben, ist es Zeit, sie zu treffen. Der Erfolg wird sich in einem Wechsel der beruflichen Tätigkeit zeigen, kreative Menschen werden eine neue Richtung entdecken. Auch in den familiären Beziehungen stehen Veränderungen an, aber es hängt nur von Ihnen ab, ob sie gut oder schlecht sein werden. Krebshoroskop für Männer. Sie haben es geschafft, Ihr wissbegieriger Geist und Ihr Fleiß haben Ihnen geholfen, genug Erfahrung zu sammeln, um wichtige Entscheidungen selbst zu treffen. Schauen Sie sich Ihre Umgebung genauer an, es ist für den Krebs an der Zeit, die Leute auszusortieren. Kritiker, die sich über Ihre Erfolge ärgern, können Ihrer Arbeit schaden, mit solchen Menschen sollten Sie die Kommunikation einschränken. Horoskop für Krebsfrauen. Eine günstige Zeit, um sich der Selbstentfaltung zu widmen, das wird Rakami in der nächsten Zeit sehr helfen. Sie werden in der Lage sein, berufliche Aktivitäten zu ändern, wählen Sie etwas, das nach Ihrem Geschmack sein wird, und wo Sie nicht ständig beschäftigt sein werden, so können Sie in Ordnung zu bringen und in Ihrem persönlichen Leben. Sparen Sie nicht an Geld für Ihre Entwicklung, es wird sich alles mehr als auszahlen. Krebs-Liebeshoroskop. Wegen Ihrer natürlichen Bescheidenheit und Unentschlossenheit könnten Sie eine Person verlieren, die Sie wirklich mögen. Raki, versuchen Sie, sich zusammenzureißen, machen Sie den ersten Schritt, versuchen Sie, zumindest ein Gespräch zu beginnen. Und so, in kleinen Schritten, kommst du bestimmt ans Ziel. Wenn Sie gegenseitige Sympathie empfinden, wird es keine Spur mehr von Ihrer Unentschlossenheit geben. Horoskop für heute für den Löwen. Löwen werden heute einen sehr erfolgreichen Tag haben. Egal, was sie tun, alles wird reibungslos verlaufen. Frauen könnten einen heimlichen Verehrer haben, sie sollten angenehme Überraschungen und Geschenke erwarten. Es ist eine gute Zeit, um eine Feier zu Hause zu organisieren und Verwandte einzuladen, es wird eine gute Gelegenheit sein, einige von ihnen zu sehen und Beziehungen zu knüpfen. Horoskop Löwe männlich. Ein großartiger Tag, der für ihr Geschäft geeignet ist. Unterschreiben Sie mutig Verträge, suchen Sie sich Geschäftspartner, eine neue Bekanntschaft wird Ihnen einen tollen Freund und Helfer bescheren. Löwen sollten heute auf Sport verzichten, denn die Verletzungsgefahr ist groß. Es ist besser, vor dem Schlafengehen einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen, das gibt Ihnen Kraft und löst nervliche Spannungen nach einem harten Tag. Löwe-Horoskop für die Frau. Schon am Morgen bei den Löwen wird nicht alles nach Plan verlaufen. Aufgrund Ihrer natürlichen Neugierde könnten Sie in eine unangenehme Geschichte verwickelt werden. Versuchen Sie, heute Konflikte und Streitereien zu umgehen, wenn Sie nicht beschuldigt werden wollen. Die zweite Tageshälfte haben Sie recht stabil, am Abend erwarten Sie angenehme Nachrichten, die all die Negativität des Tages, die Sie erlebt haben, überdecken werden. Löwe-Liebeshoroskop. Löwen werden heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Alle Augen werden nur auf Sie gerichtet sein. Nutzen Sie die Gunst der Stunde, flirten Sie, bezaubern Sie, und es kann Ihnen nicht nur moralisches Vergnügen bringen. Sie können leicht einen lukrativen Vertrag abschließen, einige Rabatte bekommen, aber tun Sie alles in Maßen. Wenn Sie einsam sind, ist heute die Zeit, um jemandes unnahbares Herz zu gewinnen. Horoskop für heute für Jungfrau. Männer sollten heute an die Zukunft denken, Pläne machen, Ziele setzen. Jetzt hat die Jungfrau eine gute Zeit dafür. Der Tag ist auch geeignet, um alle angefangenen Angelegenheiten zu erledigen. Frauen wird heute empfohlen, eine Reise zu machen, es wird zu ihrer Vitalität beitragen, füllen Sie mit positiven Emotionen, Sie brauchen nur einen Tapetenwechsel. Jungfrau-Horoskop für Männer. Jungfrau-Männer erwartet nicht der angenehmste Tag. Das Beste, was Sie tun können, ist, zu Hause zu bleiben. Verweigern Sie lange Reisen, reduzieren Sie die Kommunikation mit Menschen auf ein Minimum, beschränken Sie sich auf einen engen Kreis Ihrer Verwandten. Treffen Sie keine übereilten Entscheidungen, es besteht die Möglichkeit, dass Sie später mehr Probleme bekommen. Seien Sie geduldig, diesen Tag müssen Sie einfach überleben. Jungfrau-Horoskop für Frauen. Jungfrau-Frauen sind einfach überfordert mit der Arbeit, sie haben nicht eine Minute Freizeit. Für eine lange Zeit in diesem Tempo zu arbeiten, können Sie nicht, Sie müssen nur etwas dagegen tun. Lernen Sie, Nein zu sagen, wenn die Arbeit eines anderen auf Sie abgewälzt werden soll.
Trotz der starken Beschäftigung, ihre Beziehungen mit geliebten Menschen sind einfach gut, vielleicht sogar, weil sie einfach keine Zeit haben, mit ihnen zu streiten. Jungfrau Liebeshoroskop. Der heutige Tag wird die Jungfrau vor eine Wahl stellen, sie sollten sich nur auf sich selbst und ihre Intuition verlassen. Definieren Sie für sich selbst die Grenzen des Erlaubten und versuchen Sie, der Versuchung zu widerstehen. Sie sind sehr unzufrieden mit der Beziehung zu einem geliebten Menschen, aber Sie werden nicht in der Lage sein, zu verlassen, die Tür zuzuschlagen. Bereiten Sie sich auf ein schwieriges Gespräch vor, versuchen Sie, sich zu beherrschen und lassen Sie sich nicht zu Beleidigungen hinreißen. Horoskop für heute für Waage. Männer sollten heute den Tag zur Ruhe zu widmen, füllen Sie den Bestand an Vitalität. Eine ausgezeichnete Idee wird ein Besuch in der Turnhalle sein. Körperliche Aktivität kann nicht nur die körperliche Verfassung der Waage wiederherstellen, sondern auch den Kopf in Ordnung bringen. Frauen werden es schwierig finden, Probleme allein zu bewältigen, schweigen Sie nicht darüber, sondern bitten Sie um Hilfe. Horoskop für Waagemänner. Der Waage steht eine arbeitsreiche Zeit bevor, also seien Sie vorsichtig, um sich keine Probleme zu schaffen. Jetzt ist es besser, riskante Unternehmungen und übereilte Entscheidungen abzulehnen. Selbst Ihre Intuition kann Sie im Stich lassen. Verbringen Sie den Abend in einer ruhigen Atmosphäre, lesen Sie ein Buch, ein guter Schlaf wird Ihnen helfen, die Probleme des heutigen Tages zu vergessen, also sollten Sie ein wenig faul sein und sich entspannen. Waage Horoskop für die Frau. Entscheidungen, die Sie als Waage heute treffen, werden sich als richtig erweisen, auch wenn sie von Ihrem Umfeld nicht sofort akzeptiert werden. Versuchen Sie, sich unter Kontrolle zu halten, auch wenn Sie etwas irritiert, denn mit Ihrer übermäßigen Emotionalität machen Sie alles nur noch schlimmer. Unterdrücken Sie nicht zu sehr die Menschen, die Sie umgeben, sonst sind Sie allein. Waage Liebeshoroskop. Der Unfug von Bösewichten kann heute die Harmonie in der Familie der Waage zerstören. Öffnen Sie Ihre Seele nicht für fremde Menschen, irgendwann kann sie gegen Sie verwendet werden. Vermeiden Sie Versuchungen, jede Aufmerksamkeit von Ihrer Seite kann zweideutig wahrgenommen werden, und dann können Sie Gerüchte und Klatsch hinter Ihrem Rücken nicht vermeiden. Horoskop für heute für Skorpion. Der heutige Tag für Skorpione ist perfekt zum Ausruhen. Aktiver Zeitvertreib wird Ihnen Vitalität und Positivität verleihen. Eine solche Ladung von Lebendigkeit wird Ihnen helfen, leicht zu überleben alle Schwierigkeiten und Widrigkeiten bei der Arbeit. Das Positive und die Energie, die Sie in sich selbst spüren, geben Sie auch an Ihre Nächsten weiter, aber es ist besser, die Kommunikation mit giftigen Menschen zu reduzieren. Horoskop für Skorpionmann. Der heutige Tag wird Skorpionen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten geben, sie werden erkennen, wie kompetent sie bei der Arbeit sind. Diese Erkenntnis wird Ihnen helfen, endlich auch mal Nein zu Ihren Kollegen zu sagen. Sie kennen sich in Ihrem Geschäft sehr gut aus, aber das bedeutet nicht, dass Sie für jeden arbeiten und auf ständige Bitten und Erwartungen nach Hilfe eingehen müssen. Horoskop für Skorpionfrauen. Heute ist Ihre Beharrlichkeit in beruflicher Hinsicht umsonst, Sie sollten Ihre Energie nicht verschwenden, zumal die Gefahr besteht, einen Fehler zu machen. Um das zu verhindern, arbeiten Sie überlegt und ohne Eile. Skorpione, lehnen Sie heute unkonventionelle Lösungen und ungerechtfertigte Risiken ab. Abend für sich selbst gewidmet, einen echten Urlaub zu arrangieren, ist es wert, zu einigen überfüllten Veranstaltungen gehen. Liebeshoroskop für Skorpion. Skorpione sind in der Lage, diesen Tag nur mit angenehmen Gefühlen zu füllen. Bleiben Sie nicht zu Hause, besuchen Sie beliebte Orte, verweigern Sie sich nicht in der Kommunikation mit dem anderen Geschlecht. Eine interessante Bekanntschaft kann einen solchen Sturm der Leidenschaft auslösen, dass der heutige Abend in einer romantischen Verabredung endet, nach der Sie sich nicht mehr trennen wollen. Horoskop für heute für Schütze. Heute Schützen können genießen Sie gewöhnliche Hausarbeit rund um das Haus zu tun, vorausgesetzt, dass Sie sie zusammen mit einem geliebten Menschen tun werden. Die zweite Hälfte des Tages ist perfekt für Spaziergänge, Sport. Dieser Tag ist auch gut für große Einkäufe. Es besteht die Chance, auf eine Aktion oder große Rabatte zu stoßen. Horoskop für Schützemann. Viele unangenehme Situationen für Schützemänner entstehen aufgrund von Unmäßigkeit. Impulsivität veranlasst sie, erst zu sagen und dann schon zu denken. Konflikte entstehen sehr oft aus diesem Grund, und heute ist keine Ausnahme. Versuchen Sie, sich zu beherrschen, Ihren Standpunkt ruhig darzulegen, ohne zu schreien oder Ihre Kommunikation zu minimieren. Schützehoroskop für die Frau. Heute mag es für Schützefrauen so aussehen, als ob ihre Pläne kurz vor der Verwirklichung stünden.
Aber eine unerwartete Situation kann alles auf den Kopf stellen. Die Hauptrolle dabei könnten neidische Menschen spielen, die mit ihren Intrigen nicht zum ersten Mal ihre Pläne durchkreuzen. Achten Sie mehr auf Ihre Umgebung, versuchen Sie, Ihre Pläne nicht zu verbreiten, Sie können die Situation zu Ihren Gunsten drehen. Schütze Liebeshoroskop. Schütze Wunsch, immer Recht zu haben, kann sich negativ auf die Beziehung mit Ihrem geliebten Menschen auswirken. Lernen Sie, mit der Meinung Ihres Seelenverwandten zu rechnen. Wenn Sie Entscheidungen treffen, versuchen Sie, nicht nur Ihre Wünsche durchzusetzen. Einsame Menschen, liebe Abenteuer heute kann nichts bringen, aber Enttäuschung und geistige Leere. Steinbock-Horoskop für heute. Komplexe Situationen von heute unter der Macht zu lösen. Männer, die einen Ausweg mit den geringsten Verluste zu finden. Sollte vorsichtig sein, von Verletzungen, vermeiden körperliche Anstrengung. Frauen sollten einen genaueren Blick auf ihre Umgebung zu nehmen. Zu oft fühlen sie sich hinter ihrem Rücken unangenehme Blicke. Steinböcke, versuchen Sie, nicht über Ihre persönlichen Erfahrungen mit fremden Menschen zu verbreiten. Steinbock-Horoskop für Männer. Heute sollten Steinböcke den Menschen in ihrer Umgebung nicht vertrauen. Ihre Leichtgläubigkeit kann ausgenutzt werden, und dann können sie ernsthafte Probleme nicht vermeiden. Diese Zeit ist gut, um sich selbst weiterzubilden. Das erworbene Wissen wird Ihnen helfen, Ihr Denken zu ändern, was sich positiv auf Ihre beruflichen Aktivitäten auswirken wird. Steinbock-Horoskop für Frauen. Steinböcke sind zu sehr auf ihre Ängste und Befürchtungen fixiert, andere Gefühle können diese Mauer einfach nicht durchbrechen. Verschließen Sie sich nicht, ziehen Sie sich nicht in sich selbst zurück, Sie brauchen die freundliche Unterstützung und Liebe von geliebten Menschen, die Sie aus diesem Zustand herausbringen können. Versuchen Sie, so viel Zeit wie möglich dem Sport zu widmen, körperliche Aktivität wird Sie in Form bringen. Steinbock-Liebeshoroskop. Steinböcke sollten sich heute in der Beziehung zu ihrem Lieblingsmenschen völlig auflösen. Sie beide brauchen Abstand von der Realität, spüren Sie sich wieder, gehen Sie für eine Weile weg. Besuchen Sie unbekannte Orte, an denen Sie allein sind, nichts wird Sie ablenken. Nach einem solchen Urlaub werden Sie das Gefühl haben, dass viele Probleme von selbst aus Ihrem Leben verschwunden sind. Horoskop für heute für Wassermann. Männer können heute ein Angebot erhalten, die berufliche Sphäre zu ändern. Wassermann sollte nicht ablehnen, auch wenn sie von Zweifeln überwältigt sind. Dies ist eine Chance, ihr Leben grundlegend zu verändern und ihre finanzielle Situation zu verbessern. Frauen sollten nicht in der Macht schwelgen, versuchen, die Anforderungen und die Kontrolle in Bezug auf Geschäftspartner oder Untergebene nicht zu übertreiben. Wassermann-Horoskop für Männer. Heute können unüberlegte Äußerungen und Handlungen für Wassermänner in großen Ärger ausarten. Versuchen Sie zu denken, bevor Sie etwas sagen, lernen Sie Zurückhaltung und Taktgefühl. Auf keinen Fall brauchen Sie heute zu täuschen oder etwas zu verheimlichen, es wird auf jeden Fall herauskommen und wird ein großer Schlag für Sie und Ihren Ruf sein. Wassermann-Horoskop für die Frau. Stress und Überlastung bei der Arbeit können heute Wassermann zu einer Verschlimmerung von Krankheiten führen. Bringen Sie den Zustand nicht zu kritisch, machen Sie Urlaub und versuchen Sie, sich sowohl von der Arbeit als auch von häuslichen Angelegenheiten zu erholen. Machen Sie einen Spaziergang mit Ihren Kindern, können Sie eine Reise irgendwo, das ist ein unbekannter Ort, wo Sie nicht an Ihre Arbeit erinnert werden, zu organisieren. Wassermann-Liebeshoroskop. Wassermänner erwarten einen absolut unberechenbaren Tag. Sie scheinen voller Energie zu sein, die ausreichen könnte, um Berge zu versetzen, aber der Widerstand, den Sie spüren werden, oder der Mangel an Ressourcen wird Sie augenblicklich machtlos machen. Versuchen Sie, Ihre Meinung nicht zu ändern, bleiben Sie auf dem Weg, den Sie eingeschlagen haben, und Beharrlichkeit wird sich durchsetzen. Horoskop für heute für Fische. Alle freie Zeit für Männer wird durch Hausarbeit oder einige Probleme persönlicher Natur genommen werden. Gehen Sie die Dinge mit einem kühlen Kopf an und treffen Sie keine voreiligen Entscheidungen, das wird den Fischen helfen, alles zu überwinden. Frauen können durch einige unangenehme Nachrichten an ihre Grenzen gebracht werden, aber in der zweiten Hälfte des Tages wird sich alles ändern, sie werden Spaß und neue Bekanntschaften haben. Fische-Horoskop für Männer. Heute erwarten die Fische eine Menge Begegnungen und Bekanntschaften. Die Hauptsache, bleiben Sie sie selbst. Zeigen Sie etwas Bescheidenheit, schütten Sie Menschen, die Sie noch nicht kennen, nicht sofort Ihre Seele aus. Versuchen Sie, in einer neuen Gesellschaft einen Gleichgesinnten zu finden, Sie werden sich sofort wohler fühlen. In Zukunft werden Sie vielleicht eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung haben. Fische-Horoskop für die Frau. Fische sollten sich heute auf keinen Fall in Konfliktsituationen bei der Arbeit verwickeln lassen.
Irgendwie werden nur sie unter den Konflikten leiden, und dann werden sie die Nörgeleien von Kollegen und unangenehme Gespräche mit der Geschäftsleitung nicht vermeiden können. Ihre Autorität bei der Arbeit kann sehr erschüttert werden und die Beziehung zu vielen Menschen verderben. Fische Liebeshoroskop. Heute sollten Fische kategorisch nicht ihre Launen und Beleidigungen gegenüber ihrem geliebten Menschen zeigen. Reden Sie direkt und klar, sprechen Sie an, womit Sie nicht zufrieden sind, Understatement und Schweigen führen heute zu nichts Gutem. Wenn es Ihnen an Aufmerksamkeit oder Verabredungen fehlt, arrangieren Sie sie selbst, überraschen Sie Ihren Partner.